Hallo, hier ist der Gusua. Ich bin gerade auf dem Weg nach unten und zwar richtig nach unten. Ich werde wirklich in Richtung Sub 200 gehen und dann meinen Loot für euch zur Verfügung stellen. Aber dabei gehe ich natürlich trotzdem noch mal auf ein bisschen Lootjagd auf jeden Fall. Also ich will nicht einfach nur sagen, gut, okay, ja, passt jetzt, sondern danach gibt's ja eh, danach verschenke ich den Loot ja eh. Nö, das muss ich nicht haben. Klar, da muss noch mal richtig gut was gehen. Ihr wollt ja auch ein bisschen was zur Verfügung haben. Ich denke mal, ich werde so krass upgradet werden. Das wird gar nicht passen. Aber so ist das Leben. So wird das gemacht. Ich glaube, ich hau dafür sogar noch einen Boost raus. Jetzt bin ich bei 6,4 Millionen knapp. Und ich denke mal doch, die Kobold-Kaserne, die kann ich auf jeden Fall einfach mal boosten. Zumal ich habe ja eh nur eine. Oh, nebenbei einfach mal. Nee, war das jetzt ein Level auf? Nee, ich bin noch nicht ein Level aufgestiegen. Ich habe das nur so nebenbei gesehen. Nee, Levelaufstieg war das noch nicht. So weit bin ich dann doch noch nicht. Hier gehen wir mal. Da wollen wir natürlich hin, weil da ist natürlich noch richtig gut Loot. Ja, hier schön weggenatzt. Den Gegner. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegner? So 100%. Ja, komm hier. Sieht ein bisschen scheiße aus. Ich wollte ja eigentlich runter. Und jetzt mache ich hier noch 12 Pokis plus. Aber das kriegen wir natürlich mit dem nächsten dann hin. Und hier hauen wir einen Boost rein. Yeah, die 5 Gems, die gönnen wir uns auf jeden Fall. Aber wie gesagt, da war der Loot einfach zu gut. Und dann geht's weiter hier. Und ich lasse euch dann einfach teil. Ah, ist schon wieder so geil. Hier und dann haue ich auch die Luckys raus. Weil wie gesagt, wenn man das zusammenrechnet, sage ich mal, ist es einfach wirklich so, dass sich das hier einfach mal lohnt, dass man auch einfach die Luckys nehmen kann. Gucken wir mal, was wir in der CB haben. Schade, dass ich die. Aber der ist auch nicht gemaxt, von daher. Aber trotzdem, so ein bisschen was Elixier könnte ich ja noch vertragen. Ganz genau. Jo, läuft. Schnittchen. Jo, also wir wollen ja nicht. Na doch, da ein bisschen. Jo, ein bisschen snacken. Junge. Einwandfrei. Und schon wieder geht's nach unten. Minus 21. Und dann geht das schön so weiter. Ich hau mal nebenbei hier noch den Boost rein, weil es wäre einfach Blödsinn, die nicht rein zu boosten. Ja, schön. Wenn man natürlich keine Goblins ausbildet, dann passiert natürlich wenig. Okay, und ich wundere mich, warum passiert denn hier nichts? Warum kommen hier keine Truppen an den Start? Ja, klar. So, ja, hier. Und die Fahrt geht weiter nach unten. Mittlerweile müssten es schon knapp 300 Pokale gewesen sein, die wir jetzt schon gedroppt haben. Und wie gesagt, wenn ich irgendwas finden sollte mit gutem Loot, dann wird da halt angegriffen, wird halt geguckt, was man da machen kann. Aber mit meinen 14 Kobolden kann ich natürlich jetzt auch nicht wirklich den Loot hier machen. Aber egal. Mal gucken, ob wir hier sowas hinbekommen, wo wir dann zumindest hier noch die Mine. Bäm, Junge. Die nächsten 100 Pokis stehen an. Ah, total leer. Leider, hier ist jetzt gerade gar nichts. Ich hätte nämlich mir sonst schon noch gewünscht,
dass wir hier nochmal ein bisschen was Loot bekommen, aber gut, gibt Schlimmeres. Wie gesagt, ich gehe nach unten, dann ist der Loot eh weg, beziehungsweise dann ist ja alles, was ich gefarmt habe, eh weg. Aber das sollte passen. So langsam merkt man auch, dass es immer weniger Pokale gibt bei einem ja verlorenen Match. Guck mal, jetzt sind es bestimmt 11 oder so. Ah, doch, noch mal 16. Aber es wird immer, immer weniger. Und jetzt geht auch der Loot wirklich runter. Also jetzt die Zeit jetzt, wo ich wirklich gesagt habe, oh cool, da gibt es noch mal 200 oder 300 von beidem jeweils. Die scheint hier jetzt echt nicht mehr zu sein. Ja, okay, ja klar, dann sind so eine Anfängerdörfer. Die werden zum ersten Mal eine Queen sehen und dann gleich eine 30er. Ja, die werden so, boah, guckt mal hier, der Idiot hat mich angegriffen und hat sogar verloren. Ja, sowas gibt's. Okay, mit dem, klar, muss man immer rechnen, aber der hat halt eben auch wirklich, der ist halt nur zum Farmen hier unten. Und dann passt das. Den wird halt auch keine Sau angreifen. Ich habe ihn halt noch ein bisschen hochgeschoben. Aber das ging echt relativ fix hier mit dem nach unten gehen. Ich hätte wirklich gedacht, ah, hier könnte man, ganz ehrlich, hier, ich meine, ist nicht viel. Das soll ja nicht heißen, dass man nichts probiert hat. Genau dahin, dann den hier und nicht zum Town Hall. Ja, genau. Aha, nicht zum Town Hall. Nicht zum Town Hall. Ich will nach unten gehen. Ich will nach unten gehen. Hier hat auch einer noch mal ein bisschen was Loot versteckt und er hat auch nur die eine Kanone. Ja, kommt, Leute, den beschäftigen wir mal kurz hier. Nebenbei hier meine Queen noch, dass die Kanone nicht meine Queen killt. Deswegen haue ich hier noch ein paar Goblins raus. Ansonsten wäre das ja nicht nötig. Krass, er ist also gar nicht mal so komplett inaktiv, sondern es war halt wirklich auch in den Lagern noch drin. Ich muss gucken, dass ich nicht über die 50% komme. Sorry, sonst wäre ich verloren gewesen. Sonst hätte ich nämlich plus Pokis gemacht. Wollen wir ja nicht. Oh, wir sind in Bronze angekommen, sehe ich gerade. Richtig, richtig krass. Ich glaube, da war ich vor 2 Jahren das letzte Mal besonders da. Holy moly, da bin ich jetzt ein bisschen verärgert drüber, dass ich nicht doch alle Kobolde nicht geabt, sondern ausgebaut habe. Also, ihr wisst, was ich meine. Scheißegal. Das will ich haben. Also da will ich den Loot definitiv haben, denn die Helden sind eh im Boost. Von daher ist das nicht weiter wild. Ich hoffe, die Queen kriegt hier nicht zu sehr einen auf die Mütze gleich. Ah doch, die wird schon ganz schön hart rasiert hier. Kobis rein. King, nicht, dass der an der Mauer verliert. Ist ja immer so schnell so ein Ding, dass der halt wirklich sich an der Mauer die Zähne ausbeißt und das wollen wir halt nicht. Kobolde sind noch gut am Start. Es waren ja nur irgendwie 22 oder sowas. Na, die Hälfte vom Loot ist da, glaube ich. Ungefähr. Minenwerfer weg. Ah, schade, die toben sich jetzt innen drin aus.
Aber ich hätte gern den Sammler, hätte ich gern noch. Und das sollte die Queen mir definitiv noch machen. Jo, läuft. Passt, scheiße. Schade, die 50% noch gemacht. Aber egal, also wie gesagt, da war der Loot dann doch gut, sage ich mal, dass ich dann halt mir gesagt habe, den müssen wir mitnehmen. So, jetzt gucken wir mal hier. Der König jammt, Junge, der König jammt. Komm hier noch. Ah, okay. Zack. Und die nächsten anschmeißen. Wir sind bei fast 7 Millionen. Das ist ziemlich geil. Ach so, ja, meine Helden sind ja jetzt down. Kann ich ja nur mit den Kobis angreifen. Dann muss ich ja jedes Mal mal einen droppen. Aber okay, ist natürlich dann um einiges einfacher. Muss man nicht auswählen. Geht natürlich um einiges schneller. Hier merkt man auch echt extremst den Unterschied, ob ich halt wirklich vier Kasernen im Boost habe oder halt nur eine. Weil klar, die ist ja nur jetzt vierfach schneller, ist ja aber nur eine. Somit ist ja effektiv genauso, als wäre eben gar kein Boost. Oh, vier Pokis nur runter. Hallo. Was passiert mit euch? Also langsam wird es dann halt echt complicated mit 600 Pokis. Da werden einem dann wirklich förmlich die Pokis geschenkt und hier kriegen wir echt basemäßig nur noch die Nieten. Jo, nochmal minus 8. Yeah, krasses Pferd, Junge. Hü. Jo, den wollen wir haben. Ganz genau, solchen Loot wollen wir haben. Kurz überlegen. Von hier aus rein, weil hier der Flächenschaden ist. Auch kein Spell, einfach nur rein. Gar nicht wirklich weiter was raushauen an Elixier. Ja, gutes Intervall, denke ich mal. Richtig gutes Intervall. Die Kobis wurden fast gar nicht gehittet. Easy, 28%. So muss das laufen. So stelle ich mir runtergehen vor. Gut Loot gemacht und trotzdem runtergegangen, einwandfrei. So soll es sein. Läuft richtig hart bei ihm. Er ist mal richtig der übelste Freestyler mit dem King auf 8, Queen auf 4. Ich hätte mich auch verbuddelt. Also ab 600 zieht sich das jetzt hier echt so wie Kaugummi. Oh, da muss ich mal gucken. Da, ich meine, bis 600 war das ja alles wirklich gar kein Thema. Aber hier so, das zieht sich jetzt echt so ein bisschen sehr krass hin. Mal schauen. Oh, mit drei Pokis, na, herzlichen Dank. Und das, die Lupe halt. Also ich sag mal, die drei Pokis minus ist eine Sache, dass man nur so wenig dann minus macht. Aber wenn man dann die Suche noch dazu hat, oh, deswegen sagt man ja, es ist leichter in Kristall zu kommen als die Sub 200 einzugehen. Für die, die es nicht wissen, Sub 200, also unter 200 Pokis mit den, ja, mit den Pokis. Und ihr seht es ja, klar, jeder, der jetzt im Champion- oder Titanenbereich ist, der sagt ja auch, naja, toll, das bisschen Lupe, das sehe ich ja jeden Tag. Schrecken wir mal den Bauarbeiter weg hier. 7 Millionen. We'll be right back.
Nicht zu vergessen ist natürlich, man muss natürlich momentan noch, später dann natürlich noch mehr, aber 750 Gold natürlich auch immer investieren. Also die gehen natürlich dann auch immer wieder runter, ganz klar. Stehst am Ende da, hast kein Gold mehr, kannst keinen Angriff machen. Also wenn du runtergehen möchtest und nicht viele Gegner angreifst, sondern wirklich nur halt den Held setzt, dann kann es natürlich schnell mal sein, dass dein Gold leer ist. Wir haben die 400 geknackt, beziehungsweise die 500 geknackt, sub 500. Aber das hat schon echt lange gedauert. Das ist schon richtig krass. Den greife ich hier an, weil der halt wirklich, ich meine, mit seinem Gold, was er hier halt am Start hat, ist er schon mal ganz vorne dabei auf jeden Fall. Und das können wir ja jetzt so nicht lassen. Also ich meine, wir können ja nicht sagen, gut, das schnappt sich jemand anders. Geht ja nicht. Oh, jetzt haben wir hier die CB rausgelockt. Wollten wir jetzt nur nicht unbedingt, aber okay. Jetzt die Frage, die, wenn ich jetzt dichter oder weiter reingehe, würde ich das Townhall zerstören. Und das wollen wir auch nicht. Nee. Aber immerhin, ich meine, das ist ja okay. Bin ich kurz vor maximal, würde ich sagen. Habe ich fast die 8 Millionen erreicht, läuft auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Wieder schauen, dass ich nicht über die 50% komme. Das geht hier ganz, ganz, ganz fix. Da hat man mal ein, zwei Lager mehr kaputt gemacht und schon sitzt man bei 50%. Die hätte ich natürlich gerne. Mal gucken. Nee, nein, nicht auf die Clanburg. Genau. Zack. Alles under control. Ja, 22. Genau. Was macht ihr denn da? Aber das... Alter. Ihr müsst auf den Sack kriegen, oder? Jetzt gehst du bitte zu der Mine hin. Ich wollte schon sagen, Junge. Oh ja, hier, lecker. Nehme ich mit. Oh, was? Geil. Junge, warum stellst du ein Gold raus? Aber nicht fragen, einfach nehmen. Noch einer? Nee. Jetzt rennt das hier bei mir, jetzt rennt das hier. Also wenn du so ein paar so ne Leutchen hast, zack, 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 dann geht das.
Der hat sich erstmal komplett die Mauern gespart. Der sagt sich halt, yeah, läuft bei mir. Richtig cooles Ding. Trotzdem gewinnt er gegen mich. Das soll es zu dieser Folge gewesen sein. Ich würde mal sagen, ich bin richtig runtergekommen. Ich glaube, 900 Pokis in einer Folge. Bei mir sind es jetzt 35 Minuten, die ich dafür gebraucht habe. Ihr seht das natürlich oder ihr habt das natürlich in verkürzter Form gesehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hatte die Musik so ein bisschen angesprochen. Das war's von mir und ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.